Signaturen waren wir stehen geblieben. Diese Folie hatte ich noch gezeigt. Ich meine, es ist natürlich wichtig, wenn man über digitale Signaturen redet, was erwarten wir von einer digitalen Signatur? Und das sind die, also hier vier und auf der nächsten Folie noch eine fünfte Eigenschaft, die digitale Signaturen erfüllen sollen. Interessant ist, dass die Eigenschaft 1 durch keine Technik dieser Welt garantiert werden kann. Ja? Weil das ist ja was, das in unserem Kopf abläuft. Ja? Also unterschreibe ich jetzt freiwillig oder unterschreibe ich gezwungenermaßen? Das kann keine Technik bis heute jedenfalls bewerkstelligen. Ist die Frage auch, ob wir das wollen, weil die Technik müsste ja dann in unser Hirn reinschauen und gucken, mache ich das freiwillig oder nicht. Ja? Okay, aber die Eigenschaften 2 bis 5, die können wir mit digitalen Signaturen mit sehr hoher Sicherheit garantieren, mit handgeschriebenen Unterschriften nur mit sehr geringer Sicherheit. Ja? So, wie die Technik von digitalen Signaturen funktioniert, das haben wir ja schon mehrfach uns angeschaut. Tatsächlich ist das die Formel. Das ist die Formel für eine digitale Signatur. Das heißt, das Dokument M wird im Klartext übertragen, ja, oder auch irgendwo gespeichert. Und hinten dran hängt die digitale Signatur. Wenn jetzt die Alice signiert, verwendet sie ihren geheimen Schlüssel und wendet jetzt diese Public Key Signatur an auf den Hashwert vom Dokument. Ja? Und damit erreichen wir eigentlich alles, was wir wollen. Wir haben das Dokument im Klartext, wir haben hinten dran eine digitale Signatur und diese digitale Signatur ist kurz. Ja? Die ist kurz, die hat Größenordnung ein paar hundert Bit Länge. Ja? Also zum Beispiel einen RSA-Block, wenn ich jetzt RSA mit 1024 Bit habe, dann ist es halt ein RSA-Block mit 1024 Bit. Und zwar unabhängig von der Dokumentgröße. Außerdem ist diese digitale Signatur sehr fälschungssicher. Ja, vielleicht hier nochmal kurz zur Wiederholung. Wie würden Sie jetzt so eine digitale Signatur angreifen, wenn Sie die fälschen wollten? Also fälschen heißt, ich habe es ja beim letzten Mal erklärt, das Szenario ist das, ich will die digitale Signatur von der Alice auf irgendeinem von mir vorgegebenen Dokument fälschen. Ja, ich habe also einen Kaufvertrag und ich will Ihre Unterschrift drunter setzen. Wie mache ich das? Ja? Ich nehme meinen Kaufvertrag, fertige viele Versionen davon an, mein paar Leerzeichen mehr, mein weniger, dann bilde ich immer den Hashwert. Ja. Dasselbe mache ich dann mit der Wahlempetition auch. Ja. Das letzte Mal das Beispiel war, bis ich irgendwann mal, und dann lasse ich ein Programm laufen, dass immer die Hashwerte vergleicht, ja, dann ist irgendwann zwei gleiche auf beiden Seiten. Okay, gut, jetzt sind wir aber nicht fertig. Jetzt haben wir zweimal den gleichen Hashwert, aber wir haben noch keine Signatur. Wie geht's weiter? Nee, ich nehme halt vorher mit meinem Decryption Public Key von Alice, suche ich halt den Hashwert raus vom Originaldokument und dann vergleiche ich die beiden. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Erklären Sie das? Ich muss ja vorher wissen, welcher Hashwert mein Originaldokument von der Alice hat. Das hat er doch gerade gemacht. Er hat Varianten von der Wahlepetition und von dem Originaldokument erzeugt, solange bis beide den gleichen Hashwert haben. Ja? Und die merkt er sich. So, und meine Frage war, wie geht es jetzt weiter? Ich lasse das Opfer die Wahlepetition unterschreiben. Genau.
Und dann nehme ich die Signatur und kopiere sie einfach unter meinen Kaufvertrag. Genau, weil die ist dann unter dem Kaufvertrag auch gültig, weil beide den gleichen Hashwert haben. Ja, genau. Wie viele Versionen größenordnungsmäßig von den beiden Dokumenten muss ich dazu erzeugen? Also brauchen wir da 100 Versionen oder 1000 oder? Es kommt auf die Hashwertlänge an. Genau, nehmen wir jetzt mal 160 Bit Hashwertlänge. Ja, und dann mit diesem Angriff ist es dann nur noch 160, also 280 Möglichkeiten. Genau, so ist es. Also die effektive Länge vom Hashwert halbiert sich, das heißt 2 hoch 80 etwa Varianten von den Dokumenten müssen wir erzeugen und daran sehen wir, das Verfahren ist sicher. Ja, weil 2 hoch 80 Versionen von dem Dokument zu erzeugen, erstens und zweitens dann auch noch den Hashwert berechnen, das können Sie vergessen. 2 hoch 80 mal so einen Hashwert berechnen geht niemals. Ja. So, das war jetzt schon der intelligente Angriff, wo ich von dem Originaldokument auch Varianten erzeuge, also der sogenannte Geburtstagsangriff. Wenn ich, es kann ja sein, dass ich in einer blöden Lage bin, ich habe das fertig unterschriebene erste Dokument von der Alice und will jetzt diese Unterschrift auf das zweite Dokument kopieren. Wie funktioniert dann der Angriff? Naja, dann erzeuge ich einfach viele Varianten von dem zweiten Dokument, so lang, bis der Hashwert gleich ist wie der von dem ersten Dokument, den ich schon habe. Ja? Da muss ich allerdings mehr Aufwand treiben, nämlich 2 hoch 160. Und das ist dann sowieso noch weiter jenseits. Okay, also das ist der Grund, weshalb digitale Signaturen sicher sind, weil wir die Hashwerte lang genug machen. Erstens, zweitens, ganz wichtig natürlich, es muss sich um eine kryptografisch sichere Einweg-Hash-Funktion handeln. Das heißt, es darf nicht sein, dass ähnliche Dokumente zu ähnlichen Hash-Werten führen. Okay, gut, ja. Jetzt kann man nicht nur RSA zum digitalen Signieren verwenden, sondern es jeden anderen oder sagen wir fast jeden anderen Public-Key-Algorithmus, zum Beispiel Diffie-Hellman oder auch El-Gamal. Und insbesondere auch den DSA, den Digital Signature Algorithm. Das ist ein spezieller Algorithmus, der nur für digitale Signaturen entwickelt wurde. Einer der Gründe war unter anderem, dass RSA am Anfang, die ersten 20 Jahre nach der Erfindung, also so bis Ende der 90er Jahre, patentrechtlich geschützt war. Es war eigentlich ein Unsinn, dass die Erfinder da ein Patent beantragt haben, weil für solche Sachen, das sind ja Standards, da will man eigentlich kein Patent haben, sondern im Gegenteil, man will, dass das offen ist und von jedem verwendet werden kann. RSA war aber geschützt, also musste man was anderes entwickeln für digitale Signaturen. Das war der DSA. Okay, ja, schauen wir uns vielleicht als Beispiel noch kurz blinde Signaturen an. Jetzt kommen wir nämlich wieder zurück zu dem Punkt am Anfang vom Semester. Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten ja da überlegt, wie könnten wir so elektronisches Bargeld realisieren. Ja? Und da war das Problem, dass auf so einer E-Cash-Münze, da brauchen wir eine Seriennummer. Weil wenn da keine Seriennummer draufsteht, kann ich die beliebig kopieren. Okay. Wenn die Bank eine Seriennummer draufschreibt, was war denn da das Problem? Genau, so ist es. Die Bank, die kann dann ein Profil ihrer Kunden erzeugen. Und das wollen wir nicht haben. Wir wollen, dass eCash anonym funktioniert. So. Und für diese Anonymität des eCash, da haben wir gesagt, wir machen so eine blinde Signatur. Ich habe das damals erklärt. Wir tun so ein Scheckformular ausfüllen, tun das in einen Briefumschlag rein, zusammen mit einem Kohlepapier. Und die Bank drückt mit dem schweren Stempel drauf und dann ist der Stempelabdruck
auf diesem Scheckformular drauf, obwohl die Bank nicht sieht, was sie unterschrieben hat. Das ist der Punkt. Also die Bank, die signiert blind. Da war ja dann das Protokoll so, Banken machen natürlich normalerweise gar nichts blind, aber an der Stelle machen sie das sehr wohl, weil ich schicke 100 Varianten von meiner E-Cash-Münze zur Bank. Die Bank macht 99 zufällig auf und vertraut dann, dass die 100. Auch den gleichen Wert hat. Ja? Und dieses Blindsignieren, die Technik von dem Blindsignieren, haben wir jetzt auf dieser Folie drauf. Ja? Und zwar, also die Alice möchte, dass der Bob dieses Dokument M, also das könnte jetzt eine E-Cash-Münze sein, blind signiert. Ja? Jetzt wählt sie erst eine Zufallszahl K und rechnet jetzt aus M mal K hoch E modulo N. Ja? Genau. Und zwar, Sie sehen, hier wird jetzt E verwendet, das ist der öffentliche Schlüssel von der Alice. Ja? So verschlüsselt sie das und das geht jetzt übers Netz. Und der Bob, der signiert das jetzt digital. Und was heißt digital signieren? Er verwendet jetzt seinen geheimen Schlüssel, ist ja wichtig. Ja? Der Bob soll das ja mit seiner Identität sichern, verschlüsseln. Und jetzt rechnet er also aus T hoch D modulo N. Ja? Das ist nichts anderes als eine Signatur von, jetzt von natürlich, diesem Dokument T. Ja? Und das nennen wir U und das schickt er zurück. Und die Alice entschlüsselt jetzt dieses signierte Dokument, indem sie rechnet U geteilt durch K modulo N. Und dann kommt nämlich raus, am Ende hat sie dann M hoch D. Und das will sie ja haben. Sie will ja eigentlich M hoch D haben. Also normalerweise würde sie dem Bob das M schicken, er rechnet aus M hoch D modulo N. So, und jetzt kriegt die Alice M hoch D modulo N, indem sie erst einmal hier das M verschleiert. Ja? Ich meine, durch diese Operation ist das M unkenntlich gemacht. Warum? Weil es wird mit einem zufälligen Block, also mit einer Zufallszahl multipliziert. Ja? Und wenn ich modulo N mit einer Zufallszahl multipliziere, dann kann ich aus dem Ergebnis, aus T, habe ich keine Chance, das M zu reproduzieren. So, das heißt, das, was hier übers Netz geht, das ist eine sehr gute Verschlüsselung von M. Bob signiert das, schickt es zurück, Alice packt es aus. So, jetzt ist natürlich die interessante Frage, warum ist U durch K modulo N gleich M hoch D? Das können wir schnell ausrechnen, das ist nicht weiter schwierig. Wir rechnen aus U durch K modulo M, modulo N. Ja? So, und da müssen wir jetzt bloß gucken, was ist denn U? Ja, hier schauen Sie, U ist T hoch D modulo N. Also wir ersetzen U durch T hoch D. So, und was ist T hoch D? Naja, das T, das wissen wir ja noch, das war M mal K hoch E. M mal diese Zufallszahl hoch E. Also ersetzen wir das. Und jetzt haben wir M mal K hoch E hoch D modulo N. Jetzt bringen wir dieses D rein in das Produkt. Dann kriegen wir M hoch D mal K hoch E mal D. Naja, und K hoch E mal D modulo N ist K, weil das wissen wir ja von RSA. Ja? Hoch E und dann hoch D, die beiden Operationen sind invers. Das heißt, hier kommt raus K und das K kürzt sich raus und fertig sind wir. Also ganz simple Methode für blinde Signatur. Also tatsächlich ist das viel simpler, als wenn wir das jetzt physikalisch mit Briefumschlägen und Kohlepapier realisieren wollten. Okay, genau. Und dieses Protokoll wurde von David Schaum erfunden. Das ist so quasi der König der E-Cash-Protokolle. Okay. Gut, ja, digitale Signatur in der Praxis. In der praktischen Anwendung gibt es noch ein paar Dinge zu beachten. Erstens, ganz wichtig, Speicherung des geheimen Schlüssels. Das ist ein ganz kritischer Punkt bei digitalen Signaturen. Warum ist der Punkt ganz kritisch? Ich habe es schon mehrfach gesagt.
die digitale Signatur oder der digitale Signaturschlüssel, der enthält meine Identität. Ja? Und zwar mit allen juristischen Konsequenzen. Das heißt, wenn jemand an meinen Signaturschlüssel rankommt, dann kann er alles Mögliche an Verträgen und Vereinbarungen und so weiter unterzeichnen, für die ich dann mit meiner Identität gerade stehen muss. Das heißt, ich niemals darf einer in den Besitz meines geheimen Signaturschlüssels kommen. Ja? So, also, wie wird dieser geheime Schlüssel sicher gespeichert? Hier gleich mit zwei Fragezeichen versehen, Speichern des geheimen Schlüssels auf der Festplatte. Das ist natürlich gar keine gute Idee, vor allem wenn wir den im Klartext auf der Festplatte speichern. Ja? So, also das heißt, wenn auf der Festplatte speichern, dann natürlich nur sicher verschlüsselt, sodass niemand drankommt an diesen geheimen Schlüssel. Jetzt sehen wir schon, jetzt kann ich mir quasi überlegen, entweder ich merke mir meinen geheimen Schlüssel auswendig und dann ist er auf keiner Festplatte gespeichert, außer da oben drin, oder ich verschlüssele den auf der Festplatte von meinem Rechner, muss mir dann aber den Schlüssel für diese Verschlüsselung merken. Ja? Weil wenn ich den wieder auf der Festplatte speichere, habe ich überhaupt nichts gewonnen. Ja? So, also, und jetzt ist natürlich interessant, ein symmetrischer 128-Bit-Schlüssel ist etwa so sicher wie RSA mit 1024-Bit. Also Sie sehen, es ist besser, den RSA-Schlüssel auf der Festplatte zu verschlüsseln, weil dann muss ich mir bloß 128 und nicht 1024-Bit merken. Ja? Aber 128-Bit ist auch noch kein so ein schöner, großer Spaß, sich das zu merken. Ja? Und deswegen gehen wir her und wählen ein Passwort. Ja? Und jetzt muss natürlich dieses Passwort, das muss 128-Bit lang sein. Weil wenn das kürzer ist als 128-Bit, dann verliere ich Sicherheit. Ja? Dann habe ich nicht mehr die volle Sicherheit von AES zum Beispiel, wenn jetzt diese Schlüsseldatei mit AES verschlüsselt wurde. So. Also, und jetzt rechnen wir aus, was das bedeutet, dass ein Passwort 128-Bit lang ist. Wir nehmen an, das Passwort besteht aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Ziffern. Also wir haben irgendwie, was haben wir, 27 Großbuchstaben, 27 Kleinbuchstaben, macht dann 54 und 10 Ziffern macht 64. Ja? Also wenn wir das Passwort nur daraus besteht, keine Sonderzeichen, dann haben wir einen Zeichenvorrat von 64 Zeichen. 64 Zeichen, das sind zufällig gerade genau 6 Bit. Ja? So. Wenn wir jetzt die 128 Bit, die unser Passwort lang sein soll, durch 6 Bit pro Zeichen teilen, dann heißt es, unser Passwort muss 21 Zeichen lang sein. So, das geht ja noch. Ist ja gar nicht so schlimm. Und ein Passwort mit 21 Zeichen, das kann man sich mit etwas Übung und so weiter vielleicht merken. Also, wenn Sie ein Passwort nehmen, wie Donaudampfschifffahrtskapitän, Gesellschaftskapitän, das hat vielleicht 21 Zeichen, das kann man sich merken. Aber, genau, das ist bei weitem keine 128-Bit wert. Niemals. Weil es nicht den ganzen Zeichenvorrat verwendet, weil es nur Wörter aus dem Wörterbuch verwendet. Das heißt, es ist viel unsicherer. Ja? Und jetzt gibt es eine einfache Faustformel, die gilt nicht immer, aber die passt ganz gut. Und zwar, wenn Sie jetzt so, nehmen wir mal an, Sie erzeugen so ein langes Passwort. Und jetzt wenden Sie einen Kompressionsalgorithmus auf das Passwort an. Wenn in dem Passwort Struktur drin ist, wenn es aus der deutschen Sprache ist und vor allem nicht den ganzen Zeichenvorrat verwendet und so weiter, dann lässt sich das komprimieren. Und deutsche Texte, wie stark lassen die sich komprimieren? Ja, die lassen sich komprimieren so auf ein Drittel oder ein Viertel. Ja? Also eine Kompressionsrate von so 70%, sowas, kann man sehr wohl erreichen. Ja?
Ja, oder genau, Kompressionsrate, merken wir uns das einmal, also quasi auf ein Viertel etwa lässt sich so eine Datei komprimieren. So, jetzt kriegen wir hier raus 21 Zeichen, das würde aber bedeuten, dass Sie ein zufälliges Passwort wählen. Sie benutzen einen Zufallszeichengenerator und der erzeugt Ihnen zufällig 21 Groß-Kleinbuchstaben und Ziffern gemischt. Und das, da müssen Sie üben, um das sich zu merken. Also das ist nicht trivial. Ja? Also wenn ich Ihnen so ein 21 Zeichen Zufallswort an die Tafel schreibe und ich gebe Ihnen 5 Minuten Zeit, das täte mich mal interessieren, wie viele Leute nach einer Stunde das noch reproduzieren könnten. Ja? Weil Sie sollen es ja nie aufschreiben. Also das geht nicht. Das geht nicht, 21 Zufallszeichen geht nicht. Aber viermal so viele nicht zufällige Zeichen, das geht eher. Also Sie müssen sich quasi jetzt einen Satz mit 80 Zeichen merken und das geht eher. Da denken Sie sich einen deutschen Satz aus, vielleicht nicht einen, nicht gerade irgendeine Überschrift aus der Bildzeitung, sondern Sie denken sich irgendwas aus und das können Sie sich eher merken. Genau, also Schlussfolgerung durch Tippfehler und, Also Schlussfolgerung, 80 Zeichen etwa muss das Passwort lang sein, aber das Problem sind jetzt die Tippfehler. Ich habe übrigens vor Jahren einmal so einen Vortrag gehalten bei einer Firma und habe denen das erzählt, ihr müsst euren Passphrase zum Speichern von dem geheimen Schlüssel, der muss 80 Zeichen lang sein. Und dann hat einer prompt sich hingesetzt, hat PGP installiert, hat sich ein 80 Zeichen Passphrase ausgedacht und ist dann ganz verzweifelt zu mir gekommen. Er hat gesagt, ich schaff's einfach nicht, ich schaff's nicht, das digital signieren, ich krieg's nie hin. Warum? Weil das ist ja verdeckt dann die Eingabe von dem Passwort. Das heißt, ich sehe nicht, was ich tippe. Und wenn ich bei den 80 Zeichen irgendwo einen Tippfehler mache, dann kann ich von vorne wieder anfangen. Ja? Und der hat gesagt, er hat es einfach nie geschafft, fehlerfrei diesen 80 Zeichen Passphrase einzutippen. Ja? Und das ist natürlich für die Praxis, wenn Ihnen das ein paar Mal passiert ist, dann werfen Sie die digitale Signatur ins Eck und sagen, sowas verwende ich nie mehr. So, und deswegen Lösung heißt Speichern auf Diskette, das ist nicht die ultimative Lösung, oder auf CD, weil wenn Sie den Schlüssel auf der Diskette oder CD speichern, wenn ein Angreifer an die rankommt, dann kann er den Schlüssel auslesen. Ja? Die bessere Lösung heißt Personalausweis auf Chipkarte. Ja? Und tatsächlich haben wir ja heute diesen elektronischen Personalausweis mit einer eingebauten Chipkarte. Und welchen Vorteil hat jetzt die Chipkarte gegenüber der CD? Ja, kann mir das von jemand von Ihnen sagen? Welchen Vorteil hat die Chipkarte? Zerstört sich selber, wenn man den Schlüssel rankommt. Genau. So ist es. Ja. Also da lässt sich der Schlüssel nicht auslesen. Da sind physikalische Mechanismen eingebaut, die es unmöglich machen, dass der Schlüssel jemals aus der Karte rauskommt. Ja. Also jedenfalls nach bestem Wissen von den Entwicklern. So. Ja. Ja gut, aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt dieser Schlüssel auf der Chipkarte drauf ist und darf nie raus und ich will jetzt mal, ich stecke die Karte in den PC rein und will auf meinem PC signieren. Wie macht der PC das, wenn die Chipkarte den Schlüssel nie rausgibt? Ja, das ist der Grund, weshalb wir eine Chipkarte nehmen und keinen USB-Stick. Ja? Weil der USB-Stick ist nur ein Speicher, aber die Chipkarte hat einen Rechner drauf. Das heißt, das Signieren passiert auf der Chipkarte. Ja? Und hier sehen wir natürlich wieder einen ganz wichtigen Punkt, weshalb das wichtig ist, dass wir nicht das ganze Dokument signieren, sondern nur den Hashwert. Ja? Weil das Dokument könnte ja riesengroß sein, das könnte ein paar Gigabyte groß sein, die passen auf die Chipkarte niemals drauf.
Und deswegen wird von dem Dokument der Hashwert berechnet, der wird an die Chipkarte geschickt, Chipkarte signiert und schickt die Signatur zurück. Ja? Ich meine, da sehen wir natürlich jetzt ganz viele so kleine praktische Punkte, wo man angreifen kann. Hier haben wir auch schon wieder so einen Angriffspunkt. Also, wir haben hier unseren PC. Da haben wir jetzt den Chipkartenleser und in dem Chipkartenleser steckt die Chipkarte drin. Ja? So, und der PC ist verbunden mit dem Laser. Gut, an dem PC, da hat es außerdem noch einen Bildschirm dran. So, und auf diesem Bildschirm arbeite ich jetzt. Und jetzt habe ich da ein Dokument und sage, das will ich signieren. Ja? Also das Dokument, das ist hier jetzt vielleicht als Word-Dokument dargestellt und ich will das Dokument signieren. Ich setze den Befehl ab, Dokument signieren. Dann wird irgendwann auf dem Bildschirm erscheinen, jetzt steckt deine Chipkarte da rein. Ja, dann stecke ich die Chipkarte rein, dann kommt vielleicht noch der Befehl, ja genau, das ist der nächste kritische Punkt. Dann könnte jetzt, also eine Tastatur habe ich natürlich auch noch an meinem PC. Dann kommt vielleicht der Befehl, gib doch jetzt deine PIN ein über die Tastatur. Das ist gar keine gute Idee. Warum? Ja, weil dann die PIN über Kabel übertragen wird zum PC und auch noch zum Chipkartenleser. Ja? Und das ist tatsächlich so, dass die guten Elektroniker, Hochfrequenztechniker, die stellen sich mit dem Übertragungswagen vors Gebäude und können jedes Zeichen, das übers Tastaturkabel geht, abhören. Ja? Also die Technik haben die drauf. Also Vorsicht, wenn Sie mit allem, was Sie über die Tastatur eingeben, wenn das geheim ist. Ja? So, und deswegen muss ein guter Chipkartenleser ein Tastenfeld da drauf haben, sodass Sie die PIN über den Chipkartenleser eingeben und dann wird diese PIN niemals über ein Kabel übertragen, sondern direkt auf die Chipkarte übertragen. Genau. Des Weiteren ist es natürlich, also der braucht natürlich auch noch ein Display, dieser Chipkartenleser. Weil auf dem Display muss er Ihnen anzeigen, gib jetzt die PIN ein und so weiter. Okay, also die PIN für die Chipkarte und dann, jetzt geht's los. Jetzt beginnt ja erst der eigentliche Signaturvorgang. Dieser PC rechnet von diesem Word-Dokument den Hashwert aus und schickt jetzt den Hashwert an den Kartenleser. Und der Kartenleser, der signiert den Hashwert, schickt ihn zurück an die Software auf dem PC und dann bin ich fertig. Und genau an der Stelle kann der nächste Angriff passieren. Nämlich wie? Naja, ich als Angreifer besorge mir Zugang zu dem PC und tue die Signatursoftware manipulieren. Ich ersetze die durch meine eigene Signatursoftware. Und zwar meine Signatursoftware, die tut, wenn jetzt der Benutzer den Befehl gibt, dieses Word-Dokument signieren, dann rechnet meine Software den Hashwert von dem Word-Dokument aus und den Hashwert von irgendeinem Betrugsvertrag und schickt die Hashwerte beide dahin und die werden beide signiert und zurückgeschickt. Und schon habe ich was unterschrieben, von dem ich keine Ahnung habe, dass ich es unterschrieben habe. Oder man kann es auch anders machen. Es wird hiervon gar nicht der Hashwert berechnet, sondern der Hashwert von irgendwas anderem. Der wird signiert und fertig. Ja? So, was kann man denn dagegen tun? Was kann man gegen den Angriff unternehmen? Also nochmal, hier bei der
beim Chipkartenleser kommt gar nicht der Hashwert von dem Dokument da oben an, sondern irgendein anderer. Wie kann ich das verhindern? Oder anders gesagt, wie kann ich als Benutzer das erkennen? Ja, aber der passt da nicht rein, sorry. Da ist der Chipkartenleser zu klein. Also, Moment mal, wir könnten natürlich in dem Chipkartenleser, in dem Laser könnten wir noch einen großen Speicher installieren. Allerdings würde das den deutlich teurer machen. Ja? Wir müssten ja dann quasi eine Festplatte im Laser haben. Ja? Wäre denkbar. Klar, mehr Sicherheit heißt halt, es wird teurer. Aber ich als Angreifer habe natürlich da sofort wieder was parat. Ich tue natürlich im PC schon das Dokument ersetzen durch das andere und schicke dann das andere Dokument an den Leser. Dann hat der zwar mehr Speicherplatz, aber der speichert das falsche Dokument. Nee, der Punkt ist der, dass ich als Anwender sollte möglichst die Hashwerte vergleichen. Das heißt, ich lasse mir hier auf meinem PC den Hashwert von meinem Original-Word-Dokument anzeigen und der Chipkartenleser, der zeigt mir auf seinem Display auch den Hashwert an und die beiden Hashwerte vergleiche ich. Ja? Und nur wenn die gleich sind, gebe ich das letzte OK für das Signieren. Also dann drücke ich hier den OK-Button auf dem Chipkartenleser. Aber auch das ist natürlich noch nicht ganz sicher. Was würden Sie als Angreifer tun, der die PC-Software türkt? Also auf dem Bildschirm den falschen Hashwert. Genau, auch auf dem Bildschirm den falschen Hashwert anzeigen. Also Sie sehen, das ist nicht trivial, diese Problematik hier. Ja? Und das Problem, das wir haben, ist tatsächlich Ihre Signatursoftware auf dem PC. Das ist ein ganz kritischer Punkt. Und deswegen, ich empfehle Ihnen das, tun Sie das, installieren Sie mal auf Ihrem Rechner PGP oder GNU-PG, so eine Open-Source-Verschlüsselungs- und Signatursoftware. Wenn Sie sich das runterladen, dann ist die Software digital signiert vom Hersteller, ja? Sodass nicht irgendeiner auf einer getürkten Webseite quasi gefälschte Varianten von der Software anbieten kann. Ja? Das heißt, wenn Sie das runtergeladen haben, dann sollten Sie oder Sie werden typischerweise sogar aufgefordert, die Signatur zu überprüfen. Ja? Und wie machen Sie das? Natürlich, der Betrüger, der liefert Ihnen natürlich gleich seinen passenden Public Key um die Signatur überprüfen mit und dann hilft das alles nichts mehr. Das heißt, Sie laden sich zum einen die Software runter und dann laden Sie sich von einem Trust Center zum Beispiel den Public Key des Herstellers von der Software runter. Ja? Und dass der Betrüger jetzt die Website vom Hersteller fälscht und die vom Trust Center, das ist schon äußerst unwahrscheinlich. Ja? Wenn Sie das tun, dann können Sie sicher sein, dass Sie auch die richtige Software haben. Okay, erster Punkt. Also bei der Installation von Kryptosoftware überprüfen, also die Signatur der Software überprüfen. Zweiter Punkt. Sie sollten jeden Morgen, wenn Sie ins Büro gehen und sich an den PC setzen, überprüfen, ob nicht abends die Putzfrau Ihre Signatursoftware ausgetauscht hat. Ja, das ist so. Also Sie müssen halt irgendwie sicherstellen, dass keiner eine Chance hat, Ihre Signatursoftware auf dem Rechner zu verändern. Und das sind natürlich schon so Sachen, das sind eigentlich Gegenargumente gegen die digitale Signatur. Ja? Weil das sind so Dinge, die muss man sicherstellen. Das sind die Aufgaben eines Systemadministrators, der sich um digitale Signatur kümmert.
Die handgeschriebene Signatur, naja, die Signatursoftware ist da oben drin und da können wir bis heute ziemlich sicher sein, dass da die Putzfrau abends nicht mein Hirn austauscht. Ja? Da habe ich einfach den physikalischen Zugriff. Ich unterschreibe selber und habe das Blatt Papier. Alles ganz einfach, jeder Mensch versteht es. Schauen Sie, wenn Sie da eine Sekretärin haben, die so Zeug verwenden soll, die dann dauernd digitale Signaturen machen soll und so weiter, die hat natürlich ein Problem, das alles zu verstehen und worauf sie da aufpassen muss und so weiter. Das ist viel schwieriger zu vermitteln, als zu sagen, hier unterschreib halt mal schnell. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für ältere Leute natürlich eher ein Problem als für jüngere Leute, die mit solchen Sachen aufgewachsen sind. Aber ich meine, eins ist klar, ein Systemadministrator, der in einer Firma eine digitale Signatur einführen soll, der muss das aus dem FF beherrschen und muss diese Probleme alle kennen. Und deswegen machen wir für Sie diese Vorlesung hier. Okay, gut. Ja, Vertrauen in die Software, das ist genau der Punkt, über den ich gerade erzählt habe. Genau, der Anwender sollte die Signatur des Herstellers bei der Installation und vor jedem Start des Kryptografieprogramms, ich meine, dieses vor jedem Start, ja, da kann man jetzt auch sagen, okay, das ist hysterisch oder ich weiß, dass keiner an meinen Rechner rankommt, dann ist es auch okay, wenn Sie das wissen, dann ist ja gut. Okay, gut, Zusammenfassung, digitale Signaturen sind komfortabel, sind sehr sicher, sparen Zeit und Kosten, das ist ein Punkt, über den habe ich nicht viel geredet, aber es ist offensichtlich, ich habe es auch selber schon erlebt, wenn zum Beispiel so im Baugewerbe, da geht es um viel Geld, da geht es um Verträge mit Baufirmen, vor allem wenn das jetzt öffentliche Gebäude sind, ein Gebäude, das 100 Millionen kostet, und da geht so ein Vertrag ruckzuck über viele Millionen. Und heute werden da dicke Ausschreibungsdokumente per Post verschickt, werden dann handschriftlich unterschrieben, zurückgeschickt und so weiter. Und das dauert erstens Zeit und zweitens ist es sehr unsicher. Ich meine, so ein handschriftliches 200-Seiten-Dokument unterschreiben, ja, da kann hinterher der Anbieter ein paar Seiten auswechseln und sagen, hey, so war das nicht gemeint. Ja? Bei einer digitalen Signatur kann der keine Seiten auswechseln. Ja? Also sparen Zeit und Kosten, sind vor allem viel sicherer, bieten für viele Anwendungen große Vorteile, haben juristische Gültigkeit, das haben wir heute in vollem Umfang. Aber, das ist der einzige Nachteil, sind abstrakter als handgeschriebene Unterschriften. Und das ist für manch einen nicht ganz so unproblematisch. Okay, Thema Authentifikation mit digitaler Signatur. Ich glaube, das habe ich auch schon mal angesprochen, aber ich wiederhole es gerne jetzt nochmal. Also, der Bob, das sei jetzt der Server, der will, dass die Alice sich authentifiziert, also dass die sich einloggt auf dem Server auf Deutsch. Ja? Ganz einfach, das ist wieder so ein Challenge and Response Protokoll, aber dieses Mal mit digitaler Signatur. Er wählt eine große Zufallszahl R, schickt die an die Alice signiert die Zufallszahl und der Bob mit dem öffentlichen Schlüssel von der Alice überprüft die Signatur. Ganz simpel und billig können wir jetzt mit digitaler Signatur uns authentifizieren. Okay, genau, wichtig ist noch, hier steht's, die Authentifikation mit digitaler Signatur ist von der Sicherheit her zu Zero-Knowledge-Beweis gleichwertig. Warum Zero-Knowledge? Sie sehen, hier geht eine Zufallszahl rüber. Eine Zufallszahl kommt bei der Alice an, die verschlüsselte Zufallszahl geht hier zurück. Damit können wir keinerlei Rückschlüsse über den geheimen Schlüssel von der Alice ziehen. Erstens. Zweitens ist kein Replay-Angriff möglich, weil es ja klar, jedes Mal kriegt die Alice eine andere Zufallszahl. Okay, ja, ganz kleiner Abschnitt noch, Message Authentication Code.
Ein Message Authentication Code ist was ganz Ähnliches wie eine digitale Signatur. Das ist so ein Code, der hinten ans Dokument drangehängt wird. Sie sehen es, ich habe M und hinten dran wird noch Hashwert berechnet und dann verschlüsselt. Also ganz ähnlich wie digitale Signatur. Ein kleiner Unterschied: Hier wird jetzt nicht mit einem Public Key Verfahren verschlüsselt, sondern mit symmetrischem Verfahren. Mit einem symmetrischen Schlüssel K wird dieser Hashwert verschlüsselt. Und ja, was macht das jetzt für einen Unterschied? Erstens ist es natürlich keine Signatur, weil eine Signatur muss mit einem geheimen Schlüssel der entsprechenden Person gemacht werden. Hier wird ein symmetrischer Schlüssel verwendet und sowas wird zum Beispiel verwendet, wenn jetzt zwei Bankfilialen miteinander kommunizieren und da geheime Daten übertragen und ich sicherstellen will, denken Sie an das Problem mit der Überweisung, was ich Ihnen mal erläutert habe. Bei dieser Überweisung, da möchte ich ja nicht, dass unterwegs irgendeiner auf dem Netz den Betrag austauscht. Ja? Und das ist genau der Zweck von so einem Mac. Ja? Dieser Mac hier, der soll sicherstellen, dass in der Nachricht M niemand auch nur ein Bit abändern kann. So. Sie wissen auch schon, wie wir das realisieren können, indem wir diesen CBC-Modus für Blockchiffren anwenden. Weil der CBC-Modus macht nichts anderes als so ein Mac ausrechnen, der dann sicherstellt, dass ich das M nicht mehr verändern kann. Also der letzte Chiffretextblock bei dem CBC-Modus, den kann ich als Mac verwenden. Genau, gut. Ja, biometrische Verfahren zur Authentifikation. Das ist natürlich ein hochinteressantes Thema, weil wir uns dadurch dieses ganze Problem mit dem Speichern von dem Signaturschlüssel und so weiter ersparen können. Ja? Das heißt, ich nehme halt meinen Daumenabdruck und mache damit meine digitale Signatur. Ja, schön wär's, aber leider ist das Ganze nicht so einfach. Ja? Also hier ein Beispiel und das ist, ja, also so könnte man sich das jetzt vorstellen, digitale Signatur. Ich habe hier meine Signaturkarte, schiebe die in den Kartenleser rein. Der Kartenleser hat jetzt noch eben so einen Fingerabdrucksensor und ich mache meinen Fingerabdruck drauf und kann mich jetzt über den Fingerabdruck gegenüber meiner Chipkarte authentifizieren. Ja? Und damit muss ich mir jetzt keine PIN mehr für die Chipkarte merken. Ja, soweit so gut und so schön. Schauen wir uns kurz noch an, wie Fingerabdruck-Algorithmen funktionieren. Also, ich meine, hier haben wir einen Fingerabdruck und dann wird erst einmal werden diese dicken Linien ein bisschen dünner gemacht durch Bildverarbeitungstechniken. Und jetzt geht man her, man sieht ja, das ist einfach Linien. Ja, diese Linie hat einen Anfang und ein Ende, die auch, jede Linie. Oder es gibt natürlich auch hier so verzweigende Linien. Und jetzt werden für jeden Anfangs- und Endpunkt wird einfach ein Punkt erzeugt oder auch für solche Verzweigungspunkte. Und jetzt schauen wir uns am Ende nur noch das Punktmuster an. Ja? Das heißt, die Software, die den Fingerabdruck verifizieren soll, die schaut sich das Punktmuster von dem aktuellen Fingerabdruck an und von dem gespeicherten Fingerabdruck und tut dann mit so einer Nearest-Neighbor-Methode, Nearest-Neighbor-Methode sollte ich vielleicht noch kurz erklären. Die schaut einfach, der aktuell aufgenommene Fingerabdruck, zu welchem gespeicherten ist der am ähnlichsten, erstens, und zweitens, ist er ähnlich genug. Wenn er ähnlich genug ist, dann wird er akzeptiert. Ja? Und wie wird dieser Abstand zwischen zwei Fingerabdrücken berechnet? Naja, da gibt es viele Möglichkeiten. Eine einfache Variante ist die, für jeden von diesen Punkten mache ich eine Dimension auf. Also wenn das jetzt 100 Punkte sind, dann habe ich einen 100-dimensionalen Raum. Ja? Nee, tatsächlich 200-dimensionalen, weil jeder Punkt hat ja zwei Koordinaten. Ja? Also in diesem 200-dimensionalen Raum ist dieser Fingerabdruck jetzt tatsächlich ein Punkt. Ja?
So, und jetzt vergleiche ich diesen einen Punkt im 200-dimensionalen Raum mit allen gespeicherten Punkten im 200-dimensionalen Raum und berechne den euklidischen Abstand aus, also Pythagoras Abstand in dem 200-dimensionalen Raum. Fertig. Das ist relativ simpel und funktioniert auch ganz gut, wobei das natürlich jetzt noch stark vereinfacht ist, weil es kann ja sein, dass bei dem gescannten Fingerabdruck nicht wirklich 100 Punkte drauf sind, sondern hier bloß 80 und im gespeicherten sind es 100. Also da muss man natürlich schon ein paar Tricks anwenden. Ich will hier nicht auf die Details eingehen, weil uns geht es ja eigentlich um Kryptographie. Ich möchte vielmehr Ihnen jetzt die Problematik der Biometrie aufzeigen. Und dazu schauen wir uns dieses Bild an. Ja? Und zwar in diesem Diagramm haben wir jetzt hier so eine Kurve. Schauen wir mal die Kurve hier an. Und da ist jetzt aufgetragen nach rechts die FRR-Rate, also der Prozentsatz von falscher Zurückweisung Berechtigter. Also ich möchte ja Authentifikation machen. Ja? Ich will jetzt meinen Fingerabdrucksensor verwenden, zum Beispiel um eine Tür zu öffnen zu irgendeinem Tresorraum oder sonst was. Ja? So. Und wenn jetzt dieser Biometrie-Algorithmus nicht perfekt ist und die heutigen Algorithmen, die sind alle nicht perfekt, ja? Dann kann es passieren, dass ich, mein Fingerabdruck ist gespeichert und ich komme nicht rein. Der lässt mich nicht rein, vielleicht weil ich am Tag davor beim Klettern war und dann sind nämlich tatsächlich, ist hier die Haut leicht abgeschliffen und dann ist der Fingerabdruck nicht mehr so gut. Oder ich habe mir einen Finger geschnitten und dann geht es halt auch nicht. Und jetzt ist die Frage, wie viel Prozent falsche Zurückweisung akzeptiere ich? Ich meine, wenn ich hier bin bei 80%, das wird keiner mehr akzeptieren, weil das heißt ja, wenn ich fünfmal meinen Finger drauf tue, dann akzeptiert er mich einmal. Ja, und das ist zu viel, dass ich das fünfmal probieren muss oder ich komme bloß jeden fünften Tag rein in den Tresorraum. Also das heißt, wir wollen hier eigentlich bei Null sein. Ja, wir wollen hier einen ganz kleinen Wert haben. Jetzt schauen wir die andere Achse an. Falsche Akzeptanz unberechtigter. Ich will natürlich, dass mein Verfahren sicher ist. Das heißt, dass dieser Fingerabdrucksensor hier auch eine Null hat. Das heißt, dass der keinen Unberechtigten akzeptiert. So, das heißt, ich will eigentlich, dass mein System hier liegt. Das soll der Arbeitspunkt von meinem Authentifikationssystem sein. So, aber jetzt ist es halt so, da steckt ja nicht triviale Mustererkennung drin in dieser Fingerabdruckerkennung. Und jetzt gehen wir natürlich noch weiter und machen nicht bloß Fingerabdruckerkennung, sondern Gesichtserkennung. Ja? Oder Iris-Scan oder sowas. Ja? Da gibt es ja viele Methoden heute für die biometrischen Verfahren. Nehmen wir doch einmal die Gesichtserkennung. Ja, ich habe mir gestern die Haare schneiden lassen. Davor waren die viel länger. Und das aufgenommene Bild ist vielleicht mit viel längeren Haaren. Ja, und dann passen die natürlich nicht mehr zusammen. Und außerdem gucke ich vielleicht gerade anders oder bin müde oder was weiß ich. Ja? Jedenfalls liege ich dann nicht mehr hier. Sondern, also das heißt, diese falsche Zurückweisung Berechtigter, die wird größer sein als null. Und die falsche Akzeptanz unberechtigt auch, weil es kann ja sein, dass jemand, der ganz ähnlich aussieht wie ich, der wird halt mit mir verwechselt und auch zugelassen. Und deswegen liegt die tatsächliche Kurve hier weiter oben. Und jetzt kann man durch Parametrisierung, das ist quasi die Kurve, die mein System beschreibt. Und jetzt kann ich über einen Parameter wählen, ja, will ich quasi, habe ich eine Hochsicherheitsanwendung und dann muss ja dieser Wert klein sein. Ja, dann muss ich auf der Achse möglichst weit unten sein. Leider komme ich dann hier weiter nach rechts. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hysterisch bin und sage, nee, das darf niemals passieren, dass ein Unberechtigter da reinkommt, dann liege ich hier und bin dann da bei 90%. Das heißt, ich muss es selber 10-mal probieren, bis ich zugelassen werde. Ja.
Also das sind Hochsicherheitsanwendungen, die liegen hier. Hingegen die Kriminalistik. Ja, die Kriminalistik, also nehmen Sie zum Beispiel diese, na, wie heißt denn das, diese Genanalysen. Ja? Na, wie sagt man da in der Kriminalistik dazu? DNA-Analyse, genau. Ja? Also da wird anhand von Haarprobe oder Speichel oder was, wird die DNA analysiert. Und jetzt nehmen wir an, da wird ein Verbrecher gesucht. Und dann will ich ja, dass ich auf dieser Achse bei Null bin. Das heißt, dieses Berechtigte, das ist ja hier der Verbrecher. Ja? Ich will, dass der Verbrecher garantiert gefunden wird. Das heißt, ich will hier bei Null sein und komme natürlich hier weiter hoch. Das heißt, da kann es mir dann passieren, dass vielleicht drei Verdächtige dann einen ähnlichen DNA haben. Also DNA-Analyse ist vermutlich nicht so gut, weil die DNA-Analyse ist, das ist fast schon ein digitales Verfahren. Ja? Weil das sind ja wirklich, so eine DNA ist ja wahnsinnig lang und diskret. Also da kann man, ich glaube, da liegt man sehr nah hier an diesem Punkt. Ja? Aber bei anderen Verfahren, bei irgendwelchen Indizien und Alibis und so weiter, da wollen die hier oben sein. Okay, gut. Aber der Punkt ist halt der, die Kurve, die wir hier haben, die wird quasi bestimmt durch den heutigen State of the Art. Ich meine, das sind Mustererkennungsmethoden, KI-Methoden. Und die beste KI-Methode verwendet man natürlich, dann haben wir vielleicht so eine Kurve, die dann näher am Ursprung liegt. Aber trotzdem, wir müssen uns dann entscheiden, wo wollen wir unseren Arbeitspunkt haben. So. Jedenfalls, um das Ganze zusammenzufassen, wir liegen leider nicht hier, wo wir sein wollen, sondern wir sind ein Stück vom Ursprung weg und damit ist es nicht vergleichbar mit der Sicherheit von kryptografischen Algorithmen. Ja? Keine Vergleichbarkeit, wesentlich unsicherer. Und deswegen können biometrische Verfahren nur zusätzlich zu kryptografischen Verfahren interessant sein, aber nicht als Ersatz für die Kryptografie. Okay, gut. Ja, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Thema Public Key Infrastruktur. Und das habe ich ja schon mal mehrfach gesagt, der kritische Punkt ist dieser sogenannte Man-in-the-Middle-Angriff. Ja? Ja genau, hier haben wir die Folie nicht mehr. Also Man-in-the-Middle-Angriff heißt, wenn Alice und Bob ihre Public Keys austauschen, dann setzt sich der Angreifer in die Mitte, fängt den Public Key von der Alice ab, und der Bob kriegt einen ganz anderen. Ja? Das ist der kritische Punkt. Und deswegen hier dieser Merksatz, die Authentizität der öffentlichen Schlüssel ist wichtig. Ja? Und bevor der Bob den öffentlichen Schlüssel von der Alice benutzt, muss er überprüfen, ob das auch der richtige Schlüssel ist. Einfachste Methode ist die persönliche Prüfung öffentlicher Schlüssel. Also wenn man zum Beispiel mit PGP, wenn man diese Software auf seinem Rechner hat, dann kann ich mir für jeden auf meinem Rechner gespeicherten Schlüssel, also das ist dann der sogenannte Schlüsselring oder Keyring auf Englisch, in dem Keyring, das ist eine Datei, da sind die ganzen öffentlichen Schlüssel gespeichert und ich kann mir für diese öffentlichen Schlüssel unter anderem den Fingerprint angeben lassen. Ja? Und das ist jetzt, das sind 32 Hexziffern und also die Alice schickt ihren öffentlichen Schlüssel an den Bob und jetzt hat der Bob den in seiner Datei drin, er schaut sich den Fingerprint an und dann ruft er per Telefon die Alice an und sagt, hey, start doch mal deinen Rechner und guck dir den Fingerprint an. Und dann lesen sich die beiden am Telefon diese Hexziffern vor. Und wenn die gleich sind, dann können Sie davon ausgehen, dass der Bob wirklich den richtigen Public Key bekommen hat. So, das ist eine einfache Methode, die garantiert sicher ist. Nachteil, das ist sehr aufwendig.
Naja, man könnte jetzt meinen, so schlimm ist es noch nicht, die telefonieren einmal miteinander. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, wir wollen so eine Public-Key-Infrastruktur für ganz Deutschland aufbauen. Ja? Und Sie wollen dann mit Public-Key-Verfahren mit irgendwelchen Leuten in Deutschland kommunizieren, um jetzt alle Public Keys zu überprüfen, müsste jeder Deutsche mit jedem anderen Deutschen ein Telefongespräch führen. Wenn wir jetzt 80 Millionen Deutsche sind, dann müssten Größenordnung 80 Millionen zum Quadrat Telefongespräche geführt werden. Das wären 10 hoch 12 Telefongespräche und dann hätten wir die ganze Infrastruktur. Ja? Das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und auch wenn, klar kann man jetzt sagen, es wird sowieso nie jeder mit jedem kommunizieren, aber schon allein, wenn ich mir vorstelle, mit jedem, mit dem ich irgendwann vielleicht einmal E-Mail-Kontakt haben werde, muss ich diese 32 Hexziffern vorlesen, ja, das ist nicht besonders attraktiv. Und das ist der Grund, weshalb wir jetzt über Public-Key-Infrastruktur reden. Das ist der einzige Grund, weil das hier uns zu umständlich ist, uns die Schlüssel vorzulesen. Oder weil wir diesen Man-in-the-Middle-Angriff haben. Deswegen brauchen wir eine Public-Key-Infrastruktur. So, und ein wichtiges Thema heißt Trust-Center. Wenn es um Public-Key-Infrastruktur geht. Also hier haben wir eine Definition von Trust Center, eine Institution, der alle Personen vertrauen, deswegen Trust. Und der öffentliche Schlüssel von dem Trust Center, der muss auf sicherem Wege bekannt gemacht werden. Also wir müssen davon ausgehen, dass der öffentliche Schlüssel von dem Trust Center, dass den jeder hat. Ja? Und zwar auf sicherem Wege. Übrigens, wie ist denn heute der sichere Weg, wie diese Trust Center Schlüssel bei Ihnen ankommen? Tatsächlich haben Sie auf Ihrem PC die öffentlichen Schlüssel der gängigen Trustcenter alle schon gespeichert. Das wissen Sie vielleicht noch nicht. Wo sind die denn gespeichert? Naja, Sie haben in Ihrem Home-Verzeichnis irgendwo ein Unterverzeichnis, das heißt irgendwie .firefox oder so, halt wie Ihr Webbrowser heißt. Ja? Und in dem Verzeichnis irgendwo ist eine Liste der Public Keys von allen Trustcentern. Ja? Weil der Webbrowser, der braucht die natürlich andauernd. Weil der Webbrowser macht ja andauernd sichere Verbindungen auf mit irgendeinem Server. Und dann will der überprüfen, ist das wirklich der Amazon-Server oder nicht. Und der Amazon-Server, der authentifiziert sich mit seinem geheimen Schlüssel. Und jetzt wollen Sie natürlich überprüfen, ob der öffentliche Schlüssel, den Ihnen der Amazon-Server schickt, ob der stimmt. Und dazu verwenden Sie den öffentlichen Schlüssel vom Trust Center, werden wir gleich sehen. Ja? Und dann ist natürlich immens wichtig, dass da nicht ein Betrüger Ihnen einen falschen Trust Center Schlüssel schickt. Ja? Und deswegen sind diese Schlüssel schon im Webbrowser eingebaut. Wenn Sie den Webbrowser installieren auf Ihrem Rechner, sind die öffentlichen Schlüssel schon dabei. Und da sehen Sie wieder, das ist wieder so ein Punkt, wo es ganz kritisch ist, dass Sie nicht irgendwoher einen getürkten Webbrowser holen, sondern dass Sie den richtigen haben, bei dem wirklich die richtigen öffentlichen Schlüssel drin sind. Okay, jetzt geht es hier weiter. Die wichtigste Aufgabe des Trust Centers besteht in der Zertifizierung öffentlicher Schlüssel von Privatpersonen, Firmen und anderen Institutionen. Weil nämlich dieses Trust Center hat den öffentlichen Schlüssel von Amazon, nur als Beispiel, zertifiziert. Ganz wichtig. Ja? Die Zertifizierung eines öffentlichen Schlüssels P besteht in der Prüfung der Authentizität der Person oder Firma und der Signatur des Schlüssels P mit dem geheimen Schlüssel des Trust Centers. Zertifizierung. Ja? Also das heißt, Sie müssen sich das jetzt so vorstellen. Nehmen wir den SA. Ja, genau. Also die Alice hat ihren geheimen Schlüssel SA und dann hat sie noch ihren öffentlichen Schlüssel P.
Und dieser öffentliche Schlüssel PA, den schickt sie ja rum in der Welt. Oder ja, nehmen wir doch jetzt A für Amazon. Ja, weil sie wollen beim Amazon einkaufen. Und jetzt schickt ihnen erst einmal der Amazon Webserver, schickt an ihren Webclient den öffentlichen Schlüssel. So. Und jetzt ist natürlich der kritische Punkt. Woher wissen Sie, dass vielleicht hat ja jemand irgendwo im Netz Ihnen eine Amazon-Seite vorgespiegelt, das ist aber gar nicht die echte. Und der will bloß Ihr Geld abgreifen, schickt Ihnen aber keine Bücher. Ja? So. Wie können Sie jetzt sicherstellen, dass das der öffentliche Schlüssel von Amazon ist? Ja, vorhin haben wir es gerade gesehen. Der Amazon schickt Ihnen den öffentlichen Schlüssel. Sie schauen sich diese 32 Hexziffern an, rufen bei Amazon an und wenn Sie nach einer halben Stunde durch die Warteschleife durch sind, dann fragen Sie den und sagen, hey, sagen Sie mir doch einmal den Fingerprint. Ein Ding der Unmöglichkeit, wenn Sie mitten in der Nacht ein Buch bestellen wollen, dann ist sowieso keiner da. Und deswegen kommt jetzt Folgendes. Diese öffentlichen Schlüssel, die haben hinten dran noch ein Zertifikat. Ja? Und zwar, das Zertifikat ist nichts anderes als EST von F von PA. Das F brauchen wir nicht. Wir brauchen hier keine Hash-Funktion, weil der Public Key ist kurz. So. Sie sehen, dieses Teil hier, das ist das Zertifikat. Und das Zertifikat ist nichts anderes als eine digitale Signatur des öffentlichen Schlüssels von Amazon. So. Und zwar, wer tut das digital signieren? Das Trust Center, T. Das Trust Center tut diesen öffentlichen Schlüssel digital signieren. Und was bedeutet jetzt diese digitale Signatur? Das ist die Frage. Die Bedeutung von dieser digitalen Signatur ist schlicht und ergreifend. Ich als Trust Center habe überprüft, dass dieser Public Key tatsächlich Amazon gehört. Ja, das Trust Center hat das überprüft und das Trust Center garantiert dafür, dass das der Public Key von Amazon ist. Garantiert dafür mit seiner Unterschrift. So, dieses Paket kommt jetzt bei Ihnen auf Ihrem Rechner an. Und was macht jetzt Ihr Rechner? Ihr Rechner überprüft diese digitale Signatur. Der überprüft, ob die digitale Signatur stimmt. Wie macht er denn das? Wie überprüfen wir digitale Signaturen? Ja? Also ich würde sagen, Sie ziehen sich vom Trust Center und öffentlichen Schlüssel. Genau. Schlüssel zum Vergleich. Ja. Genau. Zieht sich vom Trust Center den öffentlichen Schlüssel. Und das ist der nächste kritische Punkt. Wenn jetzt ein Verbrecher mir eine falsche Amazon-Seite vorspiegelt, dann kann er mir gleichzeitig auch noch eine falsche Trust Center-Seite vorspiegeln. Wie ziehe ich mir den öffentlichen Schlüssel vom Trust Center? Und das ist, was ich vorhin gesagt habe. Die öffentlichen Schlüssel der Trust Center sind im Webbrowser schon mit dabei. Gehen Sie rein in den Firefox unter Preferences, Security, da finden Sie die Public Keys von allen möglichen Trust Centern. Ja? Ja. Okay, gut. Also übrigens, wenn Sie da im Firefox schauen, da steht wahrscheinlich nicht Public Keys, sondern da steht Certificates. Ja? Also diese Public Keys der Trust Center, also dieser PT da, der heißt selber schon Zertifikat. Warum? Weil der auch schon wieder zertifiziert ist. Die Trust Center, die tun ihre eigenen Public Keys nochmal mit diesem Public Key, mit dem entsprechenden Secret Key zertifizieren. Ja? Gut, okay.
Ja, gut, also hier nochmal das Vorgehen. Was machen Alice und Bob, wenn die jetzt digital signieren wollen? Ja, also das ist so ein klassisches Vorgehen. Also erstens, die Alice besorgt sich ein Zertifikat der Klasse 3 oder 4 bei einem Trust Center ihrer Wahl. Was heißt das jetzt, besorgt sich ein Zertifikat? Naja, sowas. Das braucht die Alice. Genau das macht die Alice. Und wie funktioniert das? Der einfachste Fall ist der. Die Alice geht höchstpersönlich in das Büro von dem Trust Center. Das kann natürlich unangenehm sein, wenn ich in Ravensburg wohne und das Trust Center in Hamburg ist. Ja? Dann muss ich nämlich mit dem Zug oder Flugzeug nach Hamburg reisen, muss zu denen ins Büro, muss meinen Personalausweis vorlegen und dann schauen die, ja, ist das wirklich der? Aha, jawohl, das ist er. Und dann gebe ich denen meinen USB-Stick mit meinem Public Key drauf und dann machen die genau das. Dann signieren die meinen Public Key und speichern dieses Paar, das nennt man jetzt Zertifikat, das speichern die dann zurück auf meinen USB-Stick und dann habe ich das Zertifikat. Aber es ist natürlich ziemlich unangenehm, weil ich muss nach Hamburg reisen dafür. Jetzt ist es so, dass immer mehr Trust-Center haben auch Filialen in verschiedenen Städten. Und es gibt das sogenannte Postident-Verfahren. Vielleicht sind Sie bei so einer Online-Bank. Die Online-Banken, die machen das auch so mit dem Postident-Verfahren, weil die wollen auch wissen, dass Sie der echte Inhaber von dem Konto sind. Und das geht dann so, da kriegen Sie von dem Trust Center ein Formular zugeschickt, das füllen Sie aus, mit dem Formular gehen Sie auf eine Postfiliale und der Postbeamte, der Schalterbeamte, überprüft Ihre Identität, schaut den Ausweis an und so. Und unterschreibt dann auf dem Formular, schickt das Formular ans Trust Center und dann glaubt das Trust Center, dass Sie der Richtige sind. Aber das heißt, Sie kriegen dann nur noch ein Klasse 3 Zertifikat. Wenn Sie ein Klasse 4 Zertifikat haben wollen, müssen Sie wirklich höchstpersönlich beim Trust Center erscheinen. Also das ist, und dann gibt es noch Klasse 2 und 1, die können Sie vergessen, die sind unsicher. Ja? Der Bob macht das Gleiche, besorgt sich auch so ein Zertifikat. Ja, und jetzt können die beiden sich gegenseitig ihre zertifizierten öffentlichen Schlüssel zuschicken. Dann geht es natürlich weiter. Die Alice überprüft jetzt das Zertifikat auf Bobs öffentlichen Schlüssel und der Bob umgekehrt das auf Alices öffentlichen Schlüssel. Und jetzt sehen Sie, die brauchen natürlich wieder beide den öffentlichen Schlüssel vom Trust Center, um diese Signatur zu überprüfen. Ja, und jetzt können die fröhlich sich per E-Mail geheime und signierte Nachrichten zukommen lassen. Okay, ja, weiteres Thema, Zeitstempel. Also hier, wir sind ja noch gerade bei dem Punkt Trust Center. Ja? Trust Center machen nicht nur Zertifizierung, sondern die können zum Beispiel auch Nachrichten mit Zeitstempel versehen. Das ist auch eine ganz nette Sache, weil wenn man Verträge unterschreibt, steht ja typischerweise auch ein Datum drauf. Ja? Jetzt ist es natürlich so, wenn Sie mit jemandem einen Vertrag machen, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt einen neuen Hiwi einstellen, dann kann ich auch mit dem Herrn Spehn, der ist da ganz nett, sagen, ah, das tun wir rückdatieren, hey, der arbeitet schon eine Woche, jetzt wird es rückdatiert. Ja? Und dann schreiben wir halt ein falsches Datum drauf. Ja? Wenn ich aber jetzt notariellen Kaufvertrag mache, der Notar wird da nicht mitmachen bei dem Spiel, das Ganze rückzudatieren. Und das ist jetzt so etwas Ähnliches wie so ein notarieller Vertrag, wo quasi der Notar sicherstellt, das ist das richtige Datum und hier geht alles mit rechten Dingen zu. Und zwar, das Trust Center erzeugt jetzt einen Zeitstempel. Und zwar, ich möchte, dass dieses M, das sei jetzt irgendein Vertrag, und ich möchte da einen beglaubigten Zeitstempel drauf haben vom Trust Center. Jetzt gehe ich her, schicke dieses Dokument M an das Trust Center und das Trust Center, das schreibt dann Uhrzeit und Datum auf das hinten dran an das Dokument und signiert dann das Ganze nochmal. Und damit ist nicht nur das Dokument, sondern das Dokument zusammen mit Uhrzeit und Datum nicht mehr veränderbar. Ja?
Damit ist dann sichergestellt, damit garantiert das Trust Center dafür, mein Dokument wurde vor diesem Zeitpunkt erzeugt. Mehr nicht. Es kann ja sein, dass das schon 100 Jahre alt ist, das Dokument. Ja? Aber immerhin, es wurde vor dem Zeitpunkt erzeugt. Ja? So, und wenn, man kann natürlich noch mehr haben. Wir können sogar sicherstellen, wir können sogar garantieren, die beiden Unterschriften, wenn jetzt zwei Vertragspartner eine Unterschrift runtersetzen sollen, beide Unterschriften wurden ausgeführt heute zwischen 11.06 Uhr und 11.15 Uhr. Wie machen wir das? Naja, wir schicken unser Dokument jetzt um 11.06 Uhr zum Trust Center und lassen einen Zeitstempel draufsetzen. Trust Center schickt das Dokument mit Zeitstempel zurück. Ich gehe her und signiere das neue Dokument inklusive Zeitstempel. Ja. Und mein Partner signiert auch das Dokument. Und so geht das Ding wieder zurück zum Trust Center. Und das Trust Center setzt nochmal einen Zeitstempel drauf um 11.15 Uhr. Und damit ist garantiert, die beiden Unterschriften wurden getätigt, genau in dem Zeitintervall. Also, man kann da auch richtig schön coole Sachen machen. Und wir werden dann irgendwann so einen Notar, zumindest für solche Zwecke, gar nicht mehr brauchen. Okay, gut, jetzt wissen wir, was Trust Center sind, wir wissen, was Zertifikate sind und jetzt reden wir über das Thema Zertifikatshierarchie. Und zwar, wir wollen uns das Spiel noch ein bisschen weiter vereinfachen. Stellen wir uns jetzt mal vor, zwei Firmen wollen miteinander kommunizieren und auch für ihre Verträge digitale Signaturen verwenden. Jetzt wäre der einfachste Weg, dass alle Mitarbeiter von der Firma 1 sich beim Trust Center jeder ein Zertifikat besorgt, von der Firma 2 auch jeder beim Trust Center ein Zertifikat besorgt und die dann untereinander die Zertifikate austauschen und dann kann, was weiß ich, die Alice von Firma 1 mit dem Dave bei Firma 2 digital signieren und verschlüsseln und so weiter. So. Jetzt nehmen wir aber mal an, Firma 1 hat 10.000 Mitarbeiter und Firma 2 auch 10.000 Mitarbeiter, das sind richtig große Firmen und dann kostet es auch eine ganze Menge Geld, weil so ein Zertifikat beim Trust Center, das kostet so 100 bis 200 Euro. Mal 10.000 ist 1 Million. Ja? Und das ist denen vielleicht zu teuer, da sagt die Firma 1, nö, also 1 Million investieren wir nicht. Da stellen wir lieber einen Informatiker ein, der beim Ertl die DASI-Vorlesung gehört hat und der soll uns so eine CA aufbauen, eine lokale Zertifizierungsagentur für unsere Firma. Der macht es für alle 10.000 Mitarbeiter und ist am Ende viel billiger als 1 Million. Ja? Das heißt, die Firma baut quasi so ein lokales, kleines Trust Center auf und das nennt man dann eben CA, Zertifizierungsagentur. Haben wir zum Beispiel hier an der FH auch. Also im Rechenzentrum gibt es eine CA für die Zertifizierung unserer öffentlichen Schlüssel. So, ja, die Firma 2 macht das Gleiche, hat eine eigene CA. Naja, und jetzt können die beiden CAs eigentlich untereinander die öffentlichen Schlüssel austauschen. Die übergeben sich auch noch den öffentlichen Schlüssel von der CA. Das ist ja jeweils quasi der Trust Center Schlüssel. Aber das ist nicht ganz so gut. Ja? Besser wäre es, wenn die ein gemeinsames Trust Center hätten. Weil, schauen Sie, warum macht die Carol von Firma 1 einen Vertrag mit dem Frank von der Firma 2? Raten Sie mal warum. Weil es könnte ja sein, dass der Frank von der Firma 2 die Carol reinlegen will. Nur deswegen macht man Verträge. Weil wenn es um sowas nicht ginge, dann könnte man auch mündlich auf Zuruf alles machen. Verträge macht man für den Worst Case, dass das Betrüger sind, die in der anderen Firma. Woher wissen Sie, dass der da kein Betrüger ist in einer anderen Firma? Haben die Leute in der Firma 1 Vertrauen
zu der CA in der Firma 2? Das ist die Frage. Und wie gesagt, wenn es um Verträge geht, dann ist das Vertrauen beendet. Und deswegen macht man jetzt eine Zertifikatshierarchie. Das heißt, diese CA signiert alle öffentlichen Schlüssel von denen, die CA signiert alle öffentlichen Schlüssel von denen hier. Und das Trust Center signiert den öffentlichen Schlüssel von der CA1 und den öffentlichen Schlüssel von der CA2. Und jetzt können natürlich die Firmen ihre CA Public Keys austauschen. Ja? Weil damit ist sichergestellt, wenn jetzt der Admin in Firma 1 den öffentlichen Schlüssel von der CA2 kriegt, dann weiß er, das ist wirklich der öffentliche Schlüssel von CA2, weil das Trust Center garantiert dafür. Jetzt hat er also den öffentlichen Schlüssel von der CA2. Mit diesem öffentlichen Schlüssel kann er natürlich die öffentlichen Schlüssel von den Personen überprüfen. Und alles paletti. Und sowas nennt man eine Zertifikatshierarchie. Ja, aber Vorsicht. An der Stelle, naja, habe ich sie jetzt fast schon wieder reingelegt. Weil, klar, Sie können jetzt, also wenn Sie jetzt hier der Admin sind, dann können Sie sicher sein, dass der Public Key von CA2 stimmt. Aber Sie können nicht sicher sein, dass die Public Keys von den Mitarbeitern stimmen. Die sind zwar alle zertifiziert hier, aber woher wissen Sie, dass da kein Betrüger sitzt in der CA2? Meinen Sie, das Trust Center garantiert dafür, dass der immer ehrlich ist? Wenn Sie das müssten, dann gäbe es keine Trust Center. Ist ja klar. Ich meine, schauen Sie, das ist ungefähr so, wie Sie gehen ins Einwohnermeldeamt und lassen sich einen Personalausweis ausstellen. Meinen Sie, dass das Einwohnermeldeamt dafür garantiert, dass der Inhaber von dem Personalausweis kein Betrüger ist? Nö, auch Betrüger kriegen einen Personalausweis. Das Einwohnermeldeamt garantiert nur für was? Wofür garantieren die? Wofür garantiert das Einwohnermeldeamt? Das garantiert nur für die Echtheit des Ausweises. Das heißt, dass der dieses Gesicht hat, auch wirklich der Besitzer von dem Ausweis ist. Nur dafür, aber nicht für das, was ich tue. Und genauso garantiert das Trust Center nur für die Echtheit von dem öffentlichen Schlüssel hier, aber nicht dafür, dass der Admin hier ehrlich arbeitet. Das können die nicht. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Letztlich steckt hier dahinter, dass Vertrauen nicht über eine Hierarchie vererbt werden kann. Ich vertraue zwar darauf, dass das Trust Center hier beim Signieren alles richtig macht, aber weil ich dem Trust Center vertraue, heißt das nur lange nicht, dass ich dem vertraue, dessen Public Key des Trust Centers signiert hat. Ja? Also Vertrauen ist was, das sich nicht vererbt. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und deswegen, Sie werden, wenn Sie mal Admin sind, mit solchen Zertifizierungshierarchien zu tun haben. Und dann sagen Sie nicht, oh ja, wunderbar, wir haben eine Zertifikatshierarchie, alles paletti, ich habe da kein Problem. Nein, Vorsicht. Also Zertifikatshierarchie ist was ganz Gefährliches. Und deswegen, weil das was ganz Gefährliches ist, macht man Folgendes. Wenn ich so eine CA habe in Firma 1 und eine in Firma 2, dann können Sie darauf nur vertrauen, wenn Sie jetzt zum Beispiel in Firma 1 die CA bei Firma 2 überprüfen wollen, die CA, die muss eine Website führen. Auf dieser Website steht die CA Policy drauf. Also die Strategie oder die, wie Sie sagen, das Vertrauen, das Sie haben können in die CA. Und zwar steht auf der Policy drauf, wir sind erstens von dem Trust Center sowieso zertifiziert, zweitens haben wir mit dem BSI oder sonst irgendeiner Zertifizierungsinstanz folgenden Vertrag abgeschlossen, wir garantieren,
dass wenn wir ein Zertifikat erstellen für unsere Mitarbeiter zum Beispiel, dass die Zertifikate echt sind und im Fall, dass so ein Zertifikat doch nicht echt ist, dann unterliegen wir dem, was weiß ich, Signaturgesetz und dann wird er tatsächlich verhaftet. Der Admin, der dann falsche Zertifikate erstellt, der ist voll juristisch haftbar für alles, was damit an Schweinereien gemacht wird. Nur wenn Sie so eine Policy finden und die auch wirklich echt ist und gegebenenfalls rufen Sie dann auch nochmal an bei dem Trust Center und sagen, hey, ist die Policy in Ordnung und so weiter und überprüfen das. Das ist wichtig. Das ist wichtig, weil, wie gesagt, dieses Vertrauen vererbt sich nicht. Ja? Ich meine, Sie müssen letztlich dem Admin hier vertrauen und das müssen Sie überprüfen. Kann man dem vertrauen? Tut der wirklich sich in einer entsprechenden Policy unterwerfen und so weiter. Also das ist wichtig. CA-Hierarchie ist nur dann in Ordnung, wenn die eine Website haben mit entsprechender Policy drauf. Okay, gut, ja. Und eine ganz kurze letzte Bemerkung noch. Web of Trust ist nichts anderes als so eine Zertifikatshierarchie. Ich meine, das ist ein alter Hut, das ist eigentlich eine Geschichte fürs Museum. Das kam früher auf, als es PGP gab und noch keine Trust Center. Und dann hat man da angefangen, so ein Web of Trust aufzubauen. Und letztlich ist es auch so, der eine zertifiziert den Schlüssel vom anderen und dann vertraue ich dem Schlüssel vom anderen. Aber das ist sowas von kompliziert und kein Mensch versteht diese Vertrauensvererbungsgeschichten. Finger weg davon, das ist ganz gefährlich. Ja? Also Zertifikatshierarchie mit Policies von den CAs, das ist in Ordnung. Gut, damit machen wir Schluss für heute.